kommen bei Dead Island und der komischen Gruppe hier aus gelben Frau, schwarzem Mann und komischem tätowierten Typ. Hey. Hallo. Ich heiße Pennywise. Außerdem sind deine Zierkünste ganz toll. 3, 2, hallo! Ja. Ja, das musste ja jetzt sein. Bei mir fehlt das Hallo. Ich bin irgendwann mittendrin aufgenommen. Hey, my name is Earl. Wer möchte denn mal gerne mit dem Earl sprechen? Mach ich mal grad. They can't help what they are. They sick in the head. I showed some compassion. I got bit. Trottel. By tomorrow, I'll be one of them. Got maybe 6 hours left, probably less. But until then, I can still do some good, right? Ja, bring dich selbst um. What do you want this thing to be? A rolling fortress? A homemade tank? Ja! I can add some armor or whatever. Ja! You want me to give it a try? Ja! Okay, Überleben des Stärkeren. Schütze die Werkstatt, während der Mechaniker arbeitet. Schwierigkeitsgrad ist schwierig. Belohnung 3400 App. Medu, hast du irgendwie einen Panzerfetisch? Ja. Make it so those bastards don't interfere. And I'll pimp your ride. Warum denn nicht? Damn straight. Pimp my ride! Das wird lustig. Alles klar, Exhibit, dann leg mal los. Okay. Komm, Leute, das wird jetzt lustig. Ich begebe mich hinter euch, deckt einer, mich. Ne, einer wie? Geh mal auf das Ding da oben drauf. Genau. Du kannst ja werfen. Ja, aber ich will ja auch aufsammeln. Ja. Du hast ja auch die Deo, du kannst erstmal die Deo bomben. Oh. Von da hinten, glaube ich. Aber da bist du sicher oben. Ja! Von rechts auch. Ah. Das sind Wellen jetzt, das ist das Tower Defense. Okay, hoch her. Okay. Ach, Ausdauer ist weg. Das macht Sinn. Ich bin ziemlich gar nicht mehr gewohnt, mit dem Stock hier zuzuschlagen. Da, links. Jetzt kommen sie von, ja. Das war fail. Soll ich da jetzt schon drauf, also ich meine, wenn größer kommen? Okay. Du kannst natürlich jetzt auch mit den Messern schießen, aber die Deo wird auch bewahren, falls die dickere kommen. Hä, wo ist die hin? Ja. Verschwunden. Ich hab gerade die dicken AK. Auf die Stöckelschuhe aufgespießt. Ja, du kannst auch runterkommen, wenn es die oben bleibt. Ist doch schon längst. Ja, steht die ganze Zeit neben dir. Er steht total neben dir. Ich hab das schon gesehen. Bei mir backen die gerade richtig rum. Hey, that bitch was you. Hörst du schon wieder? Das ist mich. Der lebt ja noch. Hey. Ah, hallo. Oh, cool. Doppel-Umrennerei. Ich sehe nur die Zombies fliegen. Au, au, au. Zeitlupe. Ach, looten auch nicht vergessen. Fleisch? Fleisch. Fleisch von Zombies, das ist bestimmt. Oh, scheiße. Zeitlupe. Also beim Nahkampf ist bei mir ich echt. Ich gehe zurück und will ganz schnell was freischalten, weil ich bin jetzt geabdings. Ja, dann mach das mal. Will ich Ausdauer mir bei Töten mal. Das geht bei mir. Ja, das war's. Da, so. Ach so. Fertig. Ich hab's in Erinnerung gehabt. Das war aber langweilig. Ich hab schlimmer in Erinnerung gehabt. Ja, dann, wir sind noch im ersten Kapitel. War. Nee, kann auch sein, das ist schon Kapitel. Nein, dritte. Wenn du zu zweit. Im ersten Akt, sorry. Ja. Ja. Wenn man zu zweit ist, ist es ein bisschen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Habt ihr euch das Ding mal angeguckt? Das ist nice. Ja. Oh, guck mal, das ist ja auch so Spieße. Wäre aber cool, wenn das so am Rand so richtig längere hätte, weißt du? So also, richtig. Ich will ja nicht sagen, aber danke dir, Face. Ja.
Das war nicht Exhibit, das war Face oder. Ja, ja. Wie heißt der Mr. T? Ja, Mr. T bin ich. Ah ja, du bist Mr. T, dann bin ich Face. Ich bin Stark im Flugzeug. Ich bin Schau. Ich bin Hannibal. Lutscht meine Eier. So, sollen wir jetzt mit dem reden? Oder? Nein, das ist Eric Cartman. I'm done. It'll have to do. Jetzt können wir ihn umbringen. Nein. Ich bring ihn selbst um. Nee, ich glaub, Jin macht's. Nee, er hat eine Liste in dem Ding eingebaut. Meins, ich hab Ansprüche angemeldet. Schriftlich in dreifacher Ausführung. One more fight. My daughter can't stay here. What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. Ich aber schwarz, von der ich weiß. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way. Hey! Is this what you need? Verdammt, das bin ich. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. Und jetzt beißt er sie. You promise me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! Go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. I love you too. Ja, es ist so ein komisches Spiel, also so ein Spiel und dann so ein Drama, ey. Ja, das passt da irgendwie nicht so rein. Punkte. So. Und Coach, schaut mal hier. Drückt mal F bei Jin. Ja. Was habt ihr da? Lager, wie gesagt. Lager, ein Inventar. Yeah. Ja, das ist doch schön, oder? Da muss man nicht immer verkaufen, da kann man einlagern. Und das werde ich jetzt erstmal mit all meinen Sachen machen. Unser Mool. Ich hatte nie eine Chance. Kann ich da jetzt einfach nochmal den Revolver erstmal reinlagern? Weil ich brauche den ja jetzt erstmal. Dran denken, das sage also ich bei mir redet die gerade nur so. Die macht die halt an. Let's just do it. So, sage ich euch jetzt schon, bevor wir den zweiten Akt verlassen wieder, nimmt die wieder alles aus dem Lager mit. Okay, ich habe noch nichts reingetan, weil ich kein Lager habe. Also, auf der Straße sitzen drei Mexikaner, oder wie geht das? Chinesen. Hey, verlasse den Urlaubsort, um Nahrung, Medikamente und hör auf mich rumzuschieben, Waffen zu finden. Nimm Jin mit und fahre zum Stadttunnel. Schwierigkeitsgrad sehr einfach, Belohnung 5000 EP. Ja, perfekt. Dann sag mal bye-bye, Achso, sind wir nebenbei drauf? Ja, sollen wir dann runter zu dem Ding? Wir fahren jetzt. Wir verlassen jetzt die Insel. Beziehungsweise die Stadt. Ich dreh dir noch hinterher. Ja, sollen wir jetzt zu diesem Ding, was ich gefunden habe, oder? Ja, stimmt. Wir haben ja noch den einen Bunker, den du hattest. Ja. Dann fahren wir den noch gerade ab. Ja, dann fahren wir den ab. Ihr könnt mein Dings nicht sehen, mein Dingspunkt. Dein Wegpunkt, ich glaube... Nein, wir können dein Dingsbums nicht sehen. Aber du könntest mir mal sagen, wo ungefähr auf der Karte das ist. Ja, wir können einfach diese Tankstelle fahren. Das ist halt quasi da, wo wir hinfahren. Wie sieht die Bunker kurz vorm Verlassen. Oder ein Ruder. Nur mal so eine Frage. Habt ihr auch betreten das Hotel? Also, wenn ihr beim Hotel drüber fährt, habe ich so einen gelben Kreis. Ja, ja. Da kannst du halt wieder... Das war ja nochmal so ein extra Bereich... Das sind diese Portale, ne? Ja. Da ist auch der Bunker, ne? Ah, okay. Nee, das ist, Guck mal, wenn du... Die Werkbank ist... Ach ja, hier unten, ich hab's. Wenn du diesen roten Pfahl hast, wo wir hin müssen, gell? Ach, wir müssen da eh hin, ja, genau. Genau, und dann hast du ja hier diese Werkbahn, ja? Genau. Und da führt so ein Weg nach unten und den müssen wir nehmen. Ah ja, da unten, das sieht nach Bunker aus, alles klar. Genau. Ja, dann leg ich mir einfach da einen Wegpunkt. Ja, und dann hast du wieder keine Navigation. Ja, mehr, ne? Ja, das ist sowieso. Du hättest ein Ziel fahren können. Auch wenn das Ziel bei mir irgendwie komisch ist, du fährst durchs Hotel durch die Bungalows durch. Hab ich glaube, das ist ein Weg. Das heißt, Neto und einer, die müssten uns nachher navigieren. Ja. Ja. Ich habe aber auch kein Dings. Da muss einfach, oh nein.
Das ist einfach niemand mehr. Fahren wir auch noch auf nach Gut Dünken. Nein, ich kann noch navigieren. Sehr schön. Lass mich dann einfach ein Steuer. Ja. Wisst ihr, ich fühle mich hier irgendwie wie im Gefängnis. Ja, wird schon. Ja, überall Gitter und Platz am Steuer. Und drei Frauen. Ja. Jin ist mir. Er muss sich einer wie mit PC auseinander. Ich glaube, ich bin falsch gefahren, oder? Ja, hier waren wir, hier sind wir aus dem Hotel rausgekommen. Ja, genau, du hättest die nicht links abbiegen sollen. So, komm, dann lass dich mal fahren, du Drecksding. Das kann ich schon wieder nicht nach. Einer, wie? Geh mal nach. Drück mal. Was? Weh, du, drück mal weh. Danke. Ich wollte neben Medu sitzen, tut mir leid. Oh. Du hättest doch einfach A drücken können. Ich hau. Wenigstens kann ich die von hinten reinhauen. Kann mir einer die Karte anmachen, mich navigieren? Du fährst richtig, links, ah, okay. Links. Ah, alles klar, danke. Jetzt kenne ich mich auch wieder aus. Nein, jetzt habe ich auch einen Wegpunkt gesetzt. Alles richtig, alles gut. Ob wir das nachher alle mal Spiel neu starten nach der nach der Runde. Okay, wir sind auf jeden Fall an der Werkbank und bringen die drei Flaschen Alkohol vorbei. Genau. Dann fährst du hier gerade wieder Kurve. Ups. Das war so geplant. Ah, okay. Sorry, ich hab. Leck. Ich musste buffern. Gehirnleck. Also. Wie war das dann? Gerade, leicht nach rechts. Bitte, ja, ich kann nicht mehr falsch machen. Ja, ja. Links. Ich kann eh nichts falsch machen. Doch, das kannst du. Gerade, immer geradeaus jetzt. Darfst du nur geradeaus fahren, nicht nach rechts abbiegen. Nicht nach rechts abbiegen. Jedes Mal, wenn du Mike 5 Flaschen an den Kopf wirst, bringen, macht der Molotov-Cocktail. Sind wir da? Ja, wir sind da. Wir sind an der Tankstelle zumindest. Ja, und da ist es auch. Ja, wir fahren da mal nach unten. Oh, das ist nicht explodiert hinter uns. Ich kann nicht aussteigen. Verstanden. Ich hab hier keine Tür. Papa, ich mach den Explodierer erstmal weg. Ja. Perfekt. Super, der war direkt bei mir, du hat uns alle erwischt. Was? Hä? Ihr habt aber keinen Schaden gekriegt, oder? Nee. Hallo, wir sind gepanzert. Ja, aber der war in dem Auto drin. Was, echt? Ja. Der hat Medo angetatscht. Ach komm, so die paar können wir es auch noch von Hand weghauen. Ja. Ja, ich stell schon mal, dann können wir hier gleich weiterfahren. Richtig? Ich komme hier nicht raus. Ach doch, da. Hä, wo ist die Tür hergekommen? Wo ist die Tür hergekommen? Was? Ja, es gibt Autos, die haben Türen. Ja, du hättest. Warte mal, ich gucke jetzt mir auf die Karte mal so weg. Genau, in der Richtung. Ja, ciao. Wo müssen wir denn jetzt lang? Da. Keine Ahnung, Gott. Komm. Oh, ich habe einem den Kopf abgeschlagen. Das mache ich die ganze Zeit mit dem drauftreten. Ja. Oh, wie geht zum Fahrzeug zurück? Zum Fahrzeug zurück. Ja, dann fahren wir im Fahrzeug da hoch. Das ist, sollte eigentlich noch passen. Wahrscheinlich dürfen wir Jin nicht allein lassen. Oh fuck. Medu, schnell, Medu. Was, ich komm neben mir. Okay. Also alles hier. Warte, ich bin noch nicht drin. Gott sei Dank. Oh ja, aber wenn eine wie fährt, ist ich auch nicht beide gut. Sitze hinten. Ja. Für meine Cojones. Ja. Cojones. Für jedes. Ich hatte auch denken, what the fuck? Ja, ja, jetzt links rüber. Ja, ja, ein paar. Versuch. Hier sind schon ein paar tolle Leute. Fahr mit diesem Panzerding einfach mal hier. Am Strand. Mhm. Zumindest geländegängig, das Ding. Ein Strandbuggy. Aber ich habe tatsächlich mal gesehen, als ich in Tunesien war, das ist einfach nur. Du liegst am Meer und da fährt so ein Traktor vorbei. Ja. Ja, so schön. Muss ja auch irgendwie zum Arbeiten kommen. Nicht irgendwie ja, rechts. Hier und jetzt rechts müsste es irgendwo sein. Ja.
Moment mal, reicht es eigentlich, wenn einer in dem Ding sitzen bleibt? Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Aber wir sind noch ziemlich noch weit weg. Ja, einer kann sitzen bleiben. Ah, da bleibt Medu sitzen, weil die hat schon gesehen. Ja, die hat es nicht aufgenommen. Ich war nicht drin. Jetzt kann Olka bleiben, weil er nicht aufnimmt. Das können wir natürlich auch so halten. So. Olka ist immer so. Du kannst ja eben mit Jim bleiben, du hast jetzt ein paar Minuten Zeit. Kannst dich mit Jin unterhalten, über das, was ihr hier machen wolltet. Hallo Jin. Wo bist du jetzt eigentlich reingegangen, Peace, oder gehst du außenrum gerade? Ich hab gedacht, ich hab halt den Wegpunkt da reingesetzt. Wo geht eigentlich hin? Hä? Das ist nur ein Felsen. Jetzt bin ich hinter einer gelaufen, das war natürlich falsch. Als ob ich wüsste, wo es hingeht. Ja, oh, das ist es. Steck ich fest. Alter, jetzt steck ich fest, oder? Gucken wir mal auf die Karte. So. Da vielleicht durch? Ja, lauf da durch, genau. Oh, da ist ein Zombie. Französischer. Ja. Olka? Ah, jetzt kommt, geht zum Fahrzeug zurück. Ja, nein, ja. Weil es Olka war. Alles gut. Ach fuck, und ich geh jetzt hier fast drauf. Jetzt nochmal kommen? Ja. Ja. Einer, da ist explodiert gedöns. Soll ich sie heilen, PC? Geht noch. Oh. Alkohol, oh, Besenstiel. Ab. Hier ist eine Sichel. Nimm die für mich mit, bitte. Ja. Mach okay. Machst du. So. Moment, muss gerade meinen. Besenstiel, Alkohol. Damit auch unser nicht anwesender Freund weiß, was wir gerade aufheben. Ja. Ja, den Besenstiel habe ich legen lassen. Was? Kannst du bestimmt auch aufmotzen. Ja. Habt ihr gedacht, ich warte? Oh, das sind sogar relativ viele das Zombies. Klang ja, grad ja, dann Gottman, steig mal ein, ich fahr die um. Achso, ja. Wenn er mal eine fahren kann, gell? Dann ist die Sache gleich einfacher. Na, das sind sogar dicke. Oh ja, das war aber... Hä, aber als ich da alleine war, war es gar nichts los. Ja, vielleicht weil du alleine warst. Ja, das kann sein. Ich steig lieber aus. Oh. Moment, ich mach mal Raserei bei den Kleinen da hinten. Nein, warte, Bierbombe! Oh, Leute. Ich bleib mal sitzen. Das ist schwer. Ich möchte nicht gegen den Schläger Stufe 20 kämpfen. Egal, ich hab eine Bierbombe geworfen. Ja, das mit Fahnen, das war jetzt nichts, ne? Oh, ja. Leute. Fuck. Dankeschön. Der Typ lebt noch. Er hat aber so gut wie nichts mehr. Fahr mal das Ding da, oder ich geh außenrum, Moment. Kann man einsteigen, schade. Aufstieg. Jawohl. Gut. Grausame Eigenbaumachete. Oh, ja, das ist ja, echt bitte. Knapp. Hängt in dem Typ ach, noch da drin. Da steht jetzt einer. Cool. Ich wollte nur sagen, ich habe eine Deo-Bombe geworfen. Na. Ja, das haben wir mittlerweile auch gemerkt. Ich mach gerade mal meinen Aufstieg, Moment. Obwohl, nee, den mache ich nachher in der Folgenpause. Wir haben es ja nicht mehr so lang. Deine Zuschauer müssen noch gucken, was du habst. Ach so, stimmt. Ja, genau. Na, dann machen wir das jetzt zum Ende. Ich hab wieder Lava. Mehr oder weniger. Mach mal, da geh ich mal grad gucken, was da noch so ist. Ja. Weil, einer muss ja da bleiben. Da kannst du gerade da bleiben. Wohl, komm, dann mach ich noch auf kritischen Einschlag. Einmal. Nicht. Leute, ist der Dampf hier gefährlich? Oh, Medu. Ja. Ja, komm, schnell. Ja, klar, ich will ja aufnehmen. Oder, lauf mal ich weiß es nicht. Dann machen wir das. Oder, achso, ja. Du kannst mal hingehen, weil ich hab so gut wie kein Herz mehr. Da, hier sind noch ein paar Früchte, das in den Koffern. Das würde ich dann mit zumindest... Reden? Sollen wir mit dem reden? Machen wir in der nächsten Folge. Achso. Ist an der Zeit. So. Ja, okay. Einmal da hoch. Guck mal in die Kiste. Links. Jetzt bin ich also hier wieder. Allein. Allein. Dampfventil. Ah, da können wir das ausschalten. Nachher. Oh. Ja, ich nehme noch auf. Ja. 429. Mhm. Hier ist ein Bauplan noch. Scheiß. Oh, sehen. Leute, ich bin immer noch hier. Ich gehe jetzt. Ja, ich komme. Ja, komm dazu. Kann ich gehe jetzt dahin. Ist okay. Hier unten ist ein Bauplan.
So, wir nehmen ja immer noch auf, oder bin ja. Ich da? Ja, ja. Wir können alle da rein. Nein! Sagt keiner was. Der gerade voll Panik. Wo bin ich gerade hier hingegangen? Sie verlaufen? Nee, ich bin, ja noch ich bin durch den Tür. Kanaldeckel gegangen. Achso, ja gut, das ist... ist für Medu, ne? Was? Echt? Echt? Moment. Nee, ist für nee. PC. Was? Oh Mann. Also ich sehe hier keinen Bauplan. Nee, du musst auf dem Dings drauf, auf dem Schreibtisch. Und ich ja jetzt noch diese andere Tür mit dem Dampf. Ja, und da unten der Kanaldeckel, falls euch aufgefallen ist, bringt euch auch in einen anderen Raum. Ja, ja. Ja, das was, ist Kanaldeckel? Da kommst du zu einem anderen Punkt. Aber wir wollten ja mal gucken, ob hier oben noch was ist, ne? Ja, das mach ich ja Das dann. Machen wir dann bei der nächsten Folge, weil es ist wirklich langsam an der Zeit. Ja, Olke kann es ja machen, dem ich genau. Euch. Alles klar. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.